Auch wenn Euro- und Finanzkrise im Moment nicht unbedingt beflügeln, über die Anschaffung von Gold- und Silberschmuck nachzudenken, wir beginnen genau damit und stellen euch Reno Machule vor. Er ist Goldschmied und stellt in seiner Werkstatt auf St. Pauli ganz nach den Vorstellungen seiner Kunden schwere Silberketten und Ringe her. Wie er dazu kam, was an Know-how zu seinem Traditionsberuf gehört und wie er es schafft, seine Schmuckstücke an den Mann zu bringen, haben wir in Erfahrung gebracht. Eine ruhige Hand, Geduld und Präzision sind Fähigkeiten, die er zur Perfektion gebracht hat. Reno Machule ist Goldschmied aus St. Pauli und fertigt in seinem Geschäft Custom Rings, massive Ringe und Ketten. Spezialisiert hat er sich auf extravagante Motive fernab des Gewöhnlichen. Wir können ja auch anders. Unser Schwerpunkt liegt ja eher in Einzelanfertigung. Und ob wir nun klassischen Goldschmiedeschmuck herstellen in Gold, Platin, sonst was. Da kommen Leute oder wir machen eben, wenn ein Totenkopf gefragt ist, machen wir auch einen Totenkopf. Ob Kundenwunsch oder Eigenkreation. Anhand von Skizzen wird am Anfang in feinster Handarbeit eine Form aus Wachs gefertigt. Es gibt auch andere Techniken, da schnitzt man das aus einem anderen Wachs. Aber ich arbeite am liebsten so. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir machen ja Kleinserien. Dann machen wir eine Form, entweder in Kautschuk oder Silikon, und dann können wir es wieder vervielfältigen. Dann werden Bäume gemacht und eben größere Margen. Also es sind keine großen Margen, immer vielleicht an einem Baum 10 Teile und die können dann auf einmal weggegossen werden. Der sogenannte Gussbaum ist Grundlage der Negativform, in die das geschmolzene Silber gegossen wird. Und das Edelmetall ist dabei nicht ganz unkompliziert. Silber nimmt super viel Sauerstoff auf und wenn man es gießt, kann man sehr leichten Schweizer Käse haben. Halt Lunker nennen wir das, dass Luftlöcher sind und das sieht natürlich nicht sehr schön aus. Man kriegt das nicht hochglanzpoliert. Also sollte man da schon mit Vakuum oder eben Schutzgas oder eine Art Schutzgas gießen. 54. Dann nehmen wir die Bäume auseinander. Wir haben ja teilweise große Bäume oder eben einzelne kleine Güsse. Jedes Teil hat halt einen Anguss. Das muss natürlich abgetrennt werden, versäubert werden. Es muss gebeizt werden in Schwefelsäure oder es gibt auch andere Säuren, damit die Gusshaut abgeht und damit man das halt weiter bearbeiten kann. Falls es noch individueller sein soll, besteht natürlich auch die Möglichkeit der Sonderanfertigung. Wir machen viel Eheringe, alles ziemlich extravagant. Alle Materialien, Gold, Silber, Platin, an Edelstahl, da trauen wir uns nicht so ran, das ist nicht so unser Ding. Da kann auch mal ein größerer Brilli im Goldring gefertigt werden. Es sind jetzt nicht nur Totenköpfe. Aber die laufen offensichtlich gut. Mit viel Ehrgeiz und Disziplin hat sich Reno Machule seinen Traum von der Selbstständigkeit als Silberschmied erfüllt. Und das mit großem Erfolg. Ja, in dem Rahmen, wie es jetzt läuft, weil es ist Step by Step größer geworden. Wir haben ja jetzt auch einen Online-Shop und so weiter und so fort. Hätte ich es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, dass es so wird, also so professionell.